Willkommen zurück in der Metro. Ja, nachdem wir die Meute von Nosalis und diese kleine Achterbahnfahrt hier runter überlebt haben, lagen wir jetzt gefühlte 2 Wochen in Ohnmacht und sind jetzt wieder wach geworden und müssen jetzt überlegen, wo wir es eigentlich hin wollten. Genau, mal gucken. Das war, glaube ich, wir wollten nach Venedig, genau. Also gehen wir jetzt hier, steigen wir unser Auto wieder ein und fahren weiter. Ach, Mist, das bin ich auf hier gekommen. Mist. Sorry, ich steige wieder ein, natürlich. Ein wenig Munition, müssen also damit sparsam umgehen. Mist! Gott verdammt! Wer ist da? Stehen bleiben, sonst schießen wir. Wir sind bewaffnet. Wir sind bewaffnet. Schwör bei Lenins Namen. Ich schwöre. Ich bin kein Feind. Uniform ist mir fremd. Bin auf friedlicher Mission hier. Könnt ihr einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an. Nicht schießen, Kumpel. Wir sind Zivilisten. Hier sind Frauen und Kinder. Leben und leben lassen, okay? Wir sind Flüchtlinge von der roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Nicht meinetwegen, wirklich. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Was wissen wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Vielleicht leben sie noch. Begrab sie noch nicht. Steigen wir mal von unserem Auto ab. Die Schüsse waren so laut. Und jetzt hört man gar nichts mehr. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? Warum kommen sie dann nicht zu uns? Vielleicht kommen sie ja bald. Lass uns einfach warten. Glaubst du, die haben alle umgebracht? Könnte sein. Könnte aber auch schlimmer sein. Wie? Sie hatten Frauen dabei. Ascha, wenn Naivität rollen würde, müsste man dich den Berg hochbremsen. Helfen wir nun unseren Leuten, oder was? Was sollen wir beide zu zweit denn schon ausrichten können? Wenn sie eingekesselt sind, könnten wir die Banditen über die Flanke angreifen. Dann machen wir uns mal bereit. Ihr geht nirgendwo hin. Wer soll denn sonst die Frauen und Kinder beschützen? Aber wir können doch nicht zulassen, dass die Banditen unsere Leute abschlachten. Dieser Fremde wird uns helfen. Er sieht immerhin so aus, als könnte er 20 von euch aufwiegen. Du bist ein Idiot, dass du deinem Andri, dem Waffenschmied, geglaubt hast. Ach, das ist sicher, man kommt in 0, nichts dahin. Es und du hast mich hierher gesetzt. Und jetzt werden wir alle wegen deines blöden Waffenschmieds sterben. Nee, dann muss ich gleich die Stimme. Halt deine Klappe. André ist ein Heiliger. Er hat uns alle rausgebracht und vor uns schon. Komm, so, kauf mir hier ein bisschen Munition. Er hat uns rausgebracht, damit Banditen uns überfallen können. Und wie zum Teufel hätte er von den Banditen. Wie schade, dass du nicht genug Platz hast. Ja, ja. Ein bisschen Schrot im Bauch macht aus jedem Banditen ein kleines Kind. Kannst du hier kaufen? Das sind wunderbare Patronen. Kauf welche. Von Banditen umgebracht werden. Blödes Weib, ich werde dich nicht mal mehr anschauen. Sag mir, Jascha, komm wieder. Warum bist du geflüchtet? Diese Typen kaufen aber auch gar nichts.
Ein Junge in deinem Alter sollte mit neuen Augen hast du schon lange nicht mehr gesehen, oder? Das ist ganz schön verflogen hier, die Hoffnung. Sehe ich euch an. Ich bei meinem Glück ins Gras beißen würde, sobald ich die Front erreiche. Also steckte sie mich in diese Karawane. Das scheint mir ein Fehler gewesen zu sein. Du bist noch jung. Du wirst noch einen Ort für dich finden, wenn wir irgendwo ankommen. Aber ich habe ihnen 20 Jahre gedient. 20. Die gaben mir eine Rente. 100 Gramm Uzi und eine Patrone pro Tag. Und ich darf nicht betteln gehen. Sie sagen, das wäre eine Schande fürs Vaterland. Daher habe ich mich für den Verrat und gegen den Hunger entschieden. Obwohl, wer sollte mich schon brauchen? Ich ging also, weil der Krieg kam und unsere Station lag genau im... wenn ich euch nicht anderweitig helfen kann, dann geht ich wohl mal in meine Wege ziehen, ja? Ich werde mal weiter. Hoffentlich stirbst du zuletzt. Ich hoffe, ihr kommt auch ohne mich klar. Auf Wiedersehen. Schau mal, was da ist, was da los ist. Genug gejammert, es kommt niemand. Steck fest. Ist. Wir wollen noch weiter, noch so weiter jetzt hier. Mach die Beine breit. Du verfickter Ziege. Glaubst wohl, du wärst zu gut für uns, was? Nein! Bitte! Hilfe! Bitte! Ah! Ruhe, Miststück! Halt! Verdammt nochmal die Klappe! Hey, Stessen! Was dauert das so lange? Scheiße! Siehst! Irgendwas stimmt nicht! Hey, Kumpel! Was bist du? So. Jetzt überlebt sie. Ach, Mist, sie hat nicht überlebt. Hey, Junge! Wie läuft's denn so? Braucht ihr da Hilfe? Mist. Stas, was dauert das denn so lange? Schau, wo ist denn da noch einer? Stas, Schielauge, wo zum Teufel seid ihr? Was ist das denn? Hey, du Blödmann, komm raus! Ich weiß, dass diese Scheiße nicht von alleine hierher gekommen ist. Komm mal sicher. Ich bin hier nicht so. Stecken. Ich hab dir gesagt, du sollst rauskommen. Mach es nicht noch schlimmer. Okay, wenn du drauf bestehst, werde ich rauskommen. Es wird dir nicht gefallen, wenn ich dich holen muss, Arschloch. Wundert dich nur nicht, dass du gleich umbauen liegst. Sehen wir, kann man hier weiter? Kommt man nicht weiter, okay. Ist schon echt. So mal faulen die Säcke hier. Ja, der mich hier wusste sehen. In den Nebel hier vorne. Gibt's überhaupt nicht. Fahren wir mit dem Auto weiter. Vielleicht haben wir Glück und können wir hier überfahren. Beziehungsweise überraschen hier mit dem Auto. Und uns das gelänge. Wo? Ach, Scheiße, welch los, Pfeffer. Was passiert jetzt? Ah, Alter, was glaubst du? Was hält hier eigentlich stehen zu bleiben? Mann, Scheiße. Oh, na toll. Wieso ist er wegen geblieben? Bin ich auch was irgendwas? Aufgefahren? Und jetzt hört man gar nichts mehr. Ey, da. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? Ich weiß gar nicht so geplant hier. Vielleicht kommen sie ja bald. Was? Oh, jetzt muss ich das erst wieder kaufen. Oh, Munition, Mann.
haben alle umgebracht. Könnt ihr mir nicht folgen und mich irgendwie da unterstützen? Dort hinten? Wie? Ja, wie? Einfach mal machen, so würde ich sagen. Mittwoch. Wenn Naivität rollen würde, müsste man dich. Nur mein Vorschlag. Helfen wir nun unseren Leuten oder was? Ja, mir könnt ihr zum Beispiel oder unterstützen. Mir könnt ihr zum Beispiel helfen. Du machst Scherze, oder? Nein, mach keine Scherze. Ich habe noch nicht gesehen, dass ich kein Geld mehr zur Verfügung hatte. Ihr geht nirgendwo hin. Wer soll denn sonst die Frauen und Kinder beschützen? Aber wir können doch nicht zulassen, dass die Banditen unsere Leute abschlachten. Ach, das sind die Banditen. Danke für die Info. Jetzt weiß ich, dass das Banditen sind. Okay. Die wieder für die Faschisten gehalten. Stirb doch sowieso wieder, wenn ich da jetzt komme, oder? Oder kann ich die auf irgendeine Art doch retten? Ich weiß das nicht. Ist das möglich? Es kommt niemand. Also Kumpel, du nimmst sie zuerst, weil du gewonnen hast. Ich schiebe Wache. Okay. Na los, Mieter. Mach die Beine frei. Mieter! Jetzt gerade, siehst du das? Ist doch möglich, super. Ich beschütze dich. Dieser Vergewaltiger ist jetzt Ende. Hab ihnen den Rest gegeben. Ist das Schirmauge? Bitte. Wo zum Teufel seid ihr? Verdammt! Wollt ihr mich verarschen oder was? Hey! Oh. Eingezielt der Kopfschuss. Oder besten mit Messer, genau. Hey. Lass nicht fallen. Ich hab dich. Vor dem bewahrt hier. Jetzt aufstehen. Du kannst mir folgen, oder irgendwie. Hab bloß keine Angst, ich hab dich. Vor diesen schwimmenden Menschen gerettet. Müssen wir uns doch ohne Wagen hier durchschlagen? Was zum Teufel machst du da so lange? Wir haben bereits alles durchsucht. Hier ist viel Scheiße passiert. Könnte sein, dass wir ein paar Patronen oder so übersehen haben. Kann ich von hier mit dem Messer blockieren? Messer, wie funktioniert das? Vermutlich schon wieder zu Hause und halb betrunken. Mal probieren, das, wir probieren es. Scheiße, es ist eine Schande. Den haben wir schon mal ausgeschaltet hier. Es sind jetzt die nächsten. Es wird allerdings besser. Wenn die Faschisten und die Kommunisten loslegen, gibt es wenigstens was zu tun. Der Krieg ist ein gutes Geschäft. Okay, was machen wir als nächstes mit dir? Scheiße. Das war knapp. Das war scharf. Du hast meinen Freund gehört. Wenn wir uns an den hier ranschleichen. Alarm! Alarm! Mist, entdeckt. Verstecken. Was ist mit dir? Bist du auch ein Mann oder eine Hure? Ich bitte. Ja. Als wenn jemand. Wo könnte er? Ach gut, die suchen mich. Irgendwas ist hier merkwürdig. Ja, ich schau mal so richtig. Da liegen zwei Leichen. Da kann durchaus was Merkwürdiges dran sein, ja? Fangen wir so
Oh, da, Fußschritte, Fußschritte, ich höre. Und ich hab. Als wenn ein Geist. Hab Licht gesehen. Taschenlampe. Ne, das ist. Ach ne, es war. Doch, doch, da ist auch Taschenlampe. Da ist doch Licht. Der leuchtet doch hier in die Richtung. Wo ist. Da, da! Da steht er. Bei diesem blauen Licht da. Okay, okay. Oh, da bewegen sich, da kommt zwei, da kommt noch einer. Okay, okay. Jetzt muss ich nicht aufregen, jetzt ruhig bleiben, jetzt ruhig Blut. Na scheiße, da muss ich wohl mal nachschauen. Was für ein Mist. Ja, dann schau mal nach endlich, ja. Ohne die ganze Zeit. Ich weiß bloß nicht, wie viele das sind. Jemand hat sich hier ganz sicher bewegt. Ich will hier nichts riskieren hier. Ich will nicht übertreiben. Als wenn ein Scheißkerl ist nah! Oh, da ist es ja da. Da sind sie. Weißt du, was die ganze Zeit überlebt haben? Gibt's doch nicht. So, jetzt geht's jetzt richtig los. Es gibt kein Zurück mehr. Das müssen wir uns jetzt stellen. Na, komm doch mal rum wieder um die Ecke. Ey, du Loich. Nimm das! War dein Kopf so? Nee, war keiner. Jetzt, komm, komm, komm! Yes! Oh, jetzt entdeckt! Jetzt habt ihr entdeckt, dass ich einen erledigt hab. Endlich! Auch wenn der nur auf dem Zug steht und saß. Hier war doch noch jemand, oder? Oh, du bist weg. Ich muss Muni sammeln. Schnell, schnell, holen wir uns die Muni. Der hat nur ein Messer. Komm. Komm schnell. Der nix. Hat der nix? Scheiße, scheiße. Die lagen hier schon dort rum, okay. Wer ist er irgendwo noch mehr? Was? Wollte ich doch schalten, okay? Er steht da so einfach. Oh Mann. Bitte, löst meine Fesseln. Ich halte es nicht mehr aus. Komm, hier. Löse dich von deinen Fesseln. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Dort hinten sind aber noch welche. Hab da welche gesehen. Wenn du ihnen folgst, dann pass im Techniktunnel auf. Ich habe gehört, wie die Banditen über eine Falle dort gesprochen haben. Interessant. Danke für die Information. Kann ich hier irgendwie nicht rauf? Ach, du schiebst ihn weg, damit ich mit meinem Auto weiterfahren kann. Ah, steh, gut, danke. Hast du aber den anderen da hinten gesehen, Alter, wie unverdrutzt der auch. Da einfach rundum gestanden hat. Ich konnte ihn einfach so abknallen, ehrlich. Da kannst du natürlich nicht gesehen haben, ich hab die gerade erst von den Fesseln befreit, genau. Danke nochmal. Ich ruhe mich hier erstmal aus. Jo, ist okay. Nach dem ganzen Abenteuer ist das doch verständlich. Hau rein. Oh, ruhig. Brauchen die so lange? Ist doch ein Kinderspiel. Wieder Platte, da sind auch wieder Banditen. Aber ich hänge jetzt genau passend ausgestiegen. Oh, und der genau richtig schnell ausgestiegen.
Punkt schauen, schauen. Also um die Ecke kicken. Ah, super. Ich schau mal nach. Oh, oh. Wenn irgendein Scheiß passiert ist, lass es mich. Okay. Ah, guck mal, hier ist ein Scheißhaus. Wir wollen jetzt so gerne auf dem Stillörnchen nicht gestört werden, meine Herren. Also hier wirklich, auch wenn hier das nach dem letzten Dreck noch aussieht, würde ich hier doch gerne unbeschwert mein Geschäft machen, ne? Machen dürfen. Meint ihr, ne? Komm her, komm ruhig her. Ich habe ein Geschenk für dich. Komm. Genau. Genau das. Oh oh. Steht ein Zugwaggon. Wahrscheinlich sind hier, haben sich hier ja welche Banditen eingenistet, genau. Warum habe ich. Wieso sieht. Hat er mich noch gar nicht entdeckt? Ich kann auch keine Messer mehr werfen, also muss ich den Rest mit dem Kopf geben. Schuss in den Kopf geben hier. Von wo? Woher soll ich das wissen? Pass nur auf! Oh, oh, da irgendwo. Hast du ihn schon gesehen? Nein! Versteck dich! Auch weg! Da! Er ist hier! Na komm! Oh, Deckung, Deckung, Deckung hier! Dafür lassen wir das Miststück bezahlen. Nur 10 Schuss, nur noch 10 Schuss. Oh, schnell rein hier. Oh, 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 weia, weia. Oh, oh, oh. Dafür willst du bezahlen, da ist sogar keiner. Wo ist der? Scheiße. Ein klasse Typ. Ja, yep, ich kann gut zielen, ne? Dann wird Lob. Hier, eine Granate für dich. Was ist nass nur? Habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Jetzt läuft bestimmt in meinen Dreck, in mein Wettin ist hier. Keine Mumm. Dafür. Hier. Genau. Danke mir, dass du meinen Rücken zugewendet hast. Gewendet hast. Jetzt wird's ja. Heiß und fertig! Komm mal nicht weiter. Komm mal nicht rüber. Will die Kiste nicht springen? Yeah! Aber es reicht als Soldat, geil. Männer, dafür kaufen wir uns dieses Miststück. Ja! Und ich kaufe ja eure Munition, nachdem ich euch erledigt habe. Ich loot es zwar aber kostenlos von euch. Ist hier was? Nö. Bringen hier oder wenn ja. Gibt's ja. Nix. Hä? Oh, mal hier aus. So. Dann sagen wir mal, ist hier Schluss an dieser Stelle und wie immer bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein!